Habt ihr denn schon die Vorvorspeise gegessen? Das Amüsgöl? Ja, wurde schon gegessen? Es gab, genau, ich darf ja sogar vortragen, jetzt nicht nur den Künstler darf ich ansagen, sogar die Gänge. Ihr habt gegessen einen Hidden Treasure. Das war ein Räucherlachs-Macaron, süß und salzig. Und für die Vegetarier gab es ein Veggie-Macaron mit Aubergine statt Fleisch. Entschuldigen Sie? Wir haben schon Veranstaltungen jetzt hier. Es ist eine geschlossene Gesellschaft. Wie sind Sie? Wer sind Sie überhaupt? Sie sind hier auf die Bühne mit Ihren Schuhen von der Straße. Ich bin der Conferencier hier. Entschuldigen Sie bitte. Der Conferencier, oui, oui. Ich bin auch der Conferencier hier. Sie arbeiten? Ja. Ah oui. Was Sie? Das sieht aber nicht so aus, als ob Sie hier arbeiten würden. Entschuldigung, kennt jemand diese Dame? Hallo. Wissen Sie, ich bin gebürt ums Putzen und ich werde nur bezahlt, wenn ich auch putze. Hallo, ein bisschen zur Seite, ein bisschen zur Seite. Eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss. Oui, oui, oui. Nun gut, dann tun Sie den Job. Ein bisschen zur Seite, ein bisschen zur Seite. Ich bin ja schon Ich bin die Sauberkeitsbeauftragte der Bühne. Auf jeden Fall, ich bin die Sauberkeitsbeauftragte für die Boden von der Bühne. Zuschauer. Ah, oui, 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 es ist. Holala, sehen Sie sich an. Hier, alles. Oh, ich bin hier gebucht von der Lyons, um zu putzen. Ich weiß auch nicht, warum Sie mich fragen an einem Samstagabend. Alle Leute sind hier mit ihren Schuhen von der Straße. Also, was fällt Ihnen ein? Holala, ich sehe schon. Oui, oui, Sie sitzen hier wohl. Samstagabend, haben Sie nichts Besseres zu tun? Oh, ich glaube, er hat ein bisschen Angst vor mir. Oh, Chérie, du brauchst doch keine Angst haben. Ich kenne auch auf Abstand. Oui, oui, immer noch ein bisschen von der Sicherheit. Sie wissen doch. Ah, ja, lange ist es her, dass wir haben uns 1:1 gesehen. Wirklich so nah, also ich halte ein bisschen Abstand. Immer, also, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sie wissen nicht, was war meine Frage. Haben Sie aufgepasst, was war meine Frage? Hat irgendwer aufgepasst, was war meine Frage? Vielleicht Sie? Oder Sie? Oder Sie? Ja, wie ich sehe, die Leute auf die Bühne geklärt haben, aufgepasst haben. Das ist extraordinär. Und alors, Ihre Antwort, schnell, ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Nein, no. Und wir sind hier, sehr bitte ab. Oh, der beste Frazi. 2021, oh lala, ob das ein gutes Jahr war, ich bin mir nicht so sicher. Also, was war die Frage? Aui, ob wir nichts Besseres zu tun haben heute Abend hier. Nun, Sie wohl anscheinend nicht, irgendwer von Ihnen muss arbeiten, oui, oui. Also, was wollte ich? Arbeiten, wissen Sie? Es ist nicht leicht in meinem Berufsfeld. Oh, mich plagen die Gelenke. Langsam werde ich alt. Oh, 40 Jahre im Beruf. Oh, es ist kein einfacher Beruf. Die ganze Tag auf die Hände und Knie. Aui. Oh, ich sehe schon. Aha. Sauberer Anzug. Aber die Gedanken sind schmutzig. Die Gedanken. Holala. Es ist so schwer zu finden, einen Nachwuchs. Oui. Oh, weil die jungen Diener, sie wollen alle nicht mehr arbeiten. Oui. Sie wollen sich nur amüsieren. Oui. Wissen Sie was? Ich reicht. Also mal ein bisschen, Chérie. Oh, Sie sehen, die jungen Dinge wollen alle nicht arbeiten. No, so möchte ich nicht weitermachen.
Ich folge der guten alten französischen Tradition und gehe in eine Streik. Wie wissen, wir fordern 10% bessere Arbeitsbedingungen, mehr Urlaub, alors wir können Zeit verbringen en France, avec la famille, et tout ça, parce que je ne veux pas travailler. Hein? Ich möchte mich auch, so wie Sie, hier, das Lotterleben leben, Champagner, Weiber, holala. Alors, ich möchte mich auch endlich mal in meinem Leben ein kleines bisschen amüsieren. Musik. Ma chambre à la fond d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Maintenant une seule fleur dans mes entourages m'offre. Malade, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça, lui qui veut me tuer. C'est magnifique d'être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, et puis je fume. Alles erlauben, aber keine Sorge, wenn Sie Glück haben, dann werde ich das nicht, dann lassen wir das vielleicht. Nun, ja, und natürlich bin ich Freiberuflerin, selbstständige Freiberuflerin. Das ist ja auch noch so eine Nische, die oft übersehen wird von so gewissen Obrigkeiten. Und ja, die Leute denken immer, ja, als Freiberuflerin, da muss ich ja wirklich ein Workaholic sein. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Ich bin eigentlich eher Work-Abstinentlerin. Ich versuche nämlich so wenig zu arbeiten wie möglich. Und schließlich zählt Muttersein ja nicht wirklich als Arbeit, oder? Zumindest, wenn ich mir dann irgendwann mal mit meinem Rentenbescheid meine Tränen trockne, dann ja, werden wir alle blöd aus der Wäsche schauen. Nun aber, ja, meine zwei Teilzeitjobs
lassen sich eigentlich ganz gut vereinbaren. Also, ich meine, ich bin es gewohnt, bis zum Morgengrauen aufzubleiben. In jeder Ritze hängt irgendwie der Glitzer. Und ich habe dauernd irgendwie was am Busen hängen. Also, meine Mutter und Showgirls haben ja doch so einiges gemeinsam. Die liebste Fanny steht da und lacht. Wenigstens lacht eine. Das ist sehr schön. Mit einem großen Applaus für unsere wunderbare Gastgeberin. An der war Fanny die Barbara. Ja gut, aber eben, also als Künstlerin hatte ich ja auch schon eine Menge an sonderbaren Jobs mit Chefs, die einen nur unterbuttern, weil sie ein riesengroßes Ego-Problem haben und Kolleginnen mit absurden Teilzeit-Hobbys. Deswegen doch lieber Freiberuflerin. Also ich schreie mich auch selbst regelmäßig an zur Motivation. Und wenn ich selbst Gespräche führe, dann liegt das nicht daran, dass ich verrückt bin, sondern ich habe ein Mitarbeiter-Meeting. Ja, genau. Und aber, wenn ich mal wirklich mich dazu entscheide, in den Streik zu gehen, also dann geht wirklich gar nichts mehr. Ich sage nur, die Küche, ein Schlachtfeld, gähnende Leere im Kühlschrank, die Wäsche türmt sich auf zu einem immensen Endgegner und die Welt wird von hungrigen Zombies übernommen. Nun, ja. So ist das mal, wenn wir Showgirls und Mutter in den Streik gehen. Und natürlich hätten sie dann auch niemanden, der diese wunderschöne Bühne für sie beglückt und bestückt. Ich würde mal sagen, ich gehe da jetzt mal hoch. So. Mit meinem Mob. Oh, so. Naja, brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil jetzt bin ich ja quasi wieder bei der Arbeit. Hier einmal für später. Ja, und aber. Dann dachte ich mir eben, wenn das mit dem Showbiz, ja, nichts mehr wird, dann, nein, gehe ich halt putzen. Dann schäme ich mich nicht dafür. Jawohl. Der Welt herum, dann prüfe ich, schau mich um, trag, wenn ich kann, eine Bürste und einen Schwamm. Ich bin wachsam, denn vielleicht bald sitzt im Spalt ganz alt und kalt dein Stück vom Fritz. Ich putze in der Ritz. Scheint im Reimer Reinigungsgeblubber. Schrubbe ich ganz fest mit meinem Schrubber. Super Schrubber, ich krieg einen Schreck, denn da im Eck, da hängt ein Fleck. Ich putz ihn weg, schnell wie der Blitz. Putz in der Ritz. Ich bin wachsam, denn vielleicht bald ist im Spalt ganz alt und kalt ein Stück vom Tritt. Ich putze in der Ritz. Ich putze in der Ritz. Ich putze in der Ritz. Oh yeah, ich putze in der Ritz. Die Gewerkschaft Elsie Marley. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit.
Sehr viel.